Hey ho und willkommen! Heute gibt es Cassiopeia Support. Mal gucken, ob wir die gute Dame dort spielen können. Ich starte mit der Münze, denn den Mana-Verbrauch möchte ich irgendwie kompensieren. Ich wünsche euch viel Spaß. Yeah. Der Mana-Verbrauch, der wird natürlich enorm, weil wir vor allem mit unserer E-Fähigkeit enorm spammen können. 40 Mana kostet das gute Ding. Das ist halt ein bisschen unangenehm. Und abgesehen davon muss ich vorher noch meine Q-Fähigkeit treffen. Oder das Gift an sich, das ist an sich egal. Aber ich merke gerade, dass diese Q-Range gar nicht mal so groß ist. Naja, jetzt treffen wir doch mal was. Das Schöne ist, wir haben die Möglichkeit, über Greenfather's Gift hier zu arbeiten. Ich habe diese Mastery bewusst mitgenommen, denn ich arbeite ja hier über Gift zugesehen. Und wenn ich dann mein Gift treffe in irgendeiner Art und Weise und danach noch über Greenfather's Gift Schaden machen möchte, dann ist mir das durchaus möglich. Ich bin jetzt nur am überlegen, ob ich nicht vielleicht sogar schon meine W-Fähigkeiten nehme. Naja. Weil dann haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, den Twitch hier ein bisschen zu zonen. Ich werde auf jeden Fall die Träne mitnehmen. Ohne geht es hier überhaupt nicht. Das ist auch so ein klein bisschen der Zoner-Spielstil, den ich mir hier theoretischerweise zunutze machen möchte. Ich habe sehr viele Fähigkeiten, die ich spammen kann. Und auf der anderen Seite kann ich dann aber auch versuchen, über die Münze, über diese Mana-Münze hier, das Ganze zu sustainen. Das funktioniert jetzt in 7.15 noch relativ gut, glaube ich. In 7.16 wird es ein bisschen schwieriger. Ah, ich sehe gerade, Ramos ist in der Mitte. Da wird es schwieriger, denn wir bekommen einen Nerf auf die Münze. Ah, wir machen schon gut Schaden. So ist es ja nicht. Die Mana-Münze hilft uns hierbei. Da wird die Mana-Regeneration von 15% des fehlenden Manas auf 10% gesenkt. Ist dann fraglich, ob das dann überhaupt noch so klappt oder ob man wieder aufs Spellthief wechselt, damit man dann die pure Mana-Regeneration hat. Das ist natürlich so eine Sache, die ist noch ein bisschen im Teststadium. Das war eine ziemlich nutzlose Bubble, meine liebe Nami. Dann müssen wir noch hin, das Ignite drauf und auf jeden Fall nicht bubbeln lassen. Unterm Turm, das wäre jetzt gerade fatal gewesen. Ich glaube, ich habe genug Mana für die Münze, für meine Träne. Ja, 750 ist wirklich leider das allererste Item, das ich hier mitnehmen muss. Denn ansonsten klappt das hier einfach nicht. Kurz mal gleich in der Base, zwei Spells, drei Spells machen. Na, no? Okay, egal, ziehen wir los. Damit ich hier schon mal wieder Mana anfange zu stacken. Es wird lange, lange dauern, bis die Träne voll ist, denn ich habe halt leider nicht so die Mana-Regeneration. Ich hoffe, mit der Münze klappt das einigermaßen. Und dann sollte das schon irgendwie funktionieren. Es wäre natürlich absolut göttlich, wenn wir den Ocean Drake bekommen könnten. Ah, da dodgen wir. Und bedrohen natürlich in selber Weise auch noch. Ja, mit einer Cassio ist es nicht so gut Kirschen essen, wie sich die Nami das hier gedacht hat. Und ich skill das eh zuerst hoch, denn ich möchte ja schon Schaden machen. Das ist zwar nicht unbedingt mit dem Mana-Haushalt so einfach möglich. Aber ihr seht schon, sie hat den Trade hier gerade ziemlich hart verloren. Und meine Vayne hätte hier absolut nicht diesen Twitch wegstoßen müssen. Der war halt schön in meinem Gift, da hätte ich meine Zähne noch ein bisschen bei dem nutzen können. Aber was soll's. Hier 111 Mana, das erlaubt es mir dann wieder, dass wir 2 bis 3 Mal unsere E-Fähigkeit nutzen. Ist ja im Prinzip unsere Haut-Damage-Quelle, das ist ganz wichtig hier. Am Turm allerdings wollen wir jetzt erstmal gucken, dass wir die Minions irgendwie halbwegs sicher bekommen. Ja, hat sie gut gemacht. Wieder 84 Mana, damit habe ich schon fast wieder die Hälfte meines Manas. Und kann gucken, wenn ich es hochskill, dann wird das eh auch teurer. Na gut. Ist jetzt nicht das Riesendrama. Wechseln wir hier den Damage. Und dann haben wir auch den Kill. Ja, es funktioniert schon ganz gut, wenn die Gegner mich fokussen. Und das sollten sie halt in der ersten Sekunde nicht. Bei der Vayne. Ja, die wollten ein bisschen auf die Vayne gehen. Sie hätten auch mehr auf die Vayne gehen können. Jetzt ping ich mal hier nochmal den Ocean Drake, dass der Nocturne hier vielleicht kommt. Ja, ich fange einfach da schon mal an. Denn den können wir halt hier wirklich machen. Vor allem auch habe ich sehr viel Single-Target-Schaden.
auch wenn ich gleich keinen Mana mehr habe, ist es definitiv eine Investition hier, die ich gerne tätige. Denn ich kann halt dann in weiterer Konsequenz auch ein bisschen roamen und habe dann praktisch zwischen den Zeiten die Möglichkeit, Mana zu regenerieren. Das ist halt gerade bei Cassio das Wichtigste. Ich versuche zwar schon irgendwie Schaden zu machen, aber... So, hier einmal kurz ein Q. Einfach nur respektweise, dass sie wissen, dass ich da bin. Und jetzt möchte ich kurz Mana regenerieren. Na, das mit dem Ocean Drake, das ist ja absolut delicious, dass wir den hier bekommen haben. Hier kann ich ein klein bisschen Schaden machen. Einfach nur das Ganze hier abgrenzen. Das hat ein klein bisschen Respektcharakter, denn die Leute, die wollen nicht unbedingt in das Gift rein und ziehen sich dann lieber mal noch ab und zu zurück. Hei, hei, hei. Wenn der Nocturne da gerade am Invaden ist, ist so eine Sache halt relativ kritisch. Und er muss jetzt schon aufpassen, dass er nicht unbedingt mich hier... Ja, dass er sich nicht zu weit vortraut. Das kann schon böse für die Ratte enden. Gucken wir mal. Jetzt gehen wir hier gleich wieder ein bisschen weiter ran. Auf jeden Fall das W an den Turm setzen. Ja, genau. Die Nami ist ein klein bisschen gesaunt und dann könnten wir eventuell hier auf dem Twitch ein bisschen Schaden machen. Ignite ist wieder drauf. Mehr kann ich hier nicht tun. Den nehme ich einfach mal noch. Unbedingt nehmen hätte ich den Kill hier nicht. Das stimmte leider. Aber ich wollte sicher gehen, dass die stirbt. Das nicht meine... Ja, das war gut gemacht von ihm. Was? Okay. Ja, das mit der W-Fähigkeit müssen wir vielleicht noch lernen. Ich wollte die eigentlich hier auf Ramos platzieren. Aber scheinbar ist das nicht möglich. Gut, man sollte den Champion vielleicht auch mal vorher testen, bevor man ihn spielt. Ist so eine Sache. Praktischerweise muss ich mich jetzt nicht um Schuhe kümmern. Also bin ich jetzt schon in einem Stadium, wo ich sehr, sehr stark bin. Ich habe meine Träne, ich habe meinen Mana. Ich habe meine Münze, ich habe dadurch Goldregeneration und ich habe einen Sidestone, wodurch wir halt einfach Sicht haben. Schuhe kann ich mir gar nicht kaufen, denn Cassiopeia kriegt passiv über ihr Level Movement Speed dazu. Und von dem her bin ich da ganz gut gewappnet. So, kurz nochmal nachgelesen. Ja, das Miasma hat halt so eine Mindest-Cast-Range. Ein bisschen traurig hier in der Situation, aber ich hätte es dann im Prinzip gar nicht anders spielen können, als es eben passiert ist. Na. Ne, bei der Ratte muss ich raus, sobald die kommt. Und in 20 Sekunden habe ich dann erst wieder die Möglichkeit irgendwie, dass wir einen Fight suchen. Okay. Da mache ich nochmal Schaden drauf, damit wir hier auf jeden Fall noch einen Assist bekommen. Ich vertraue der Wayne einfach mal. Ja, nein. Ja, okay, nice. Ich habe den Assist noch bekommen. Wunderbar. Es ist nur die Frage, was ich mir als nächstes kaufen möchte, weil es halt echt kritisch ist jetzt. Ich würde theoretischerweise auf das Morellonomicon gehen, damit ich die Cooldown Reduction mitnehmen kann. Und noch mehr Mana. Klingt nach einem guten Plan. So, wir wieder auf der Lane wollen jetzt im Prinzip diesen Control Ward da drüben schon irgendwie clearen. Aber solange wir halt da nicht ranlaufen können, also so weit reingepusht haben, dass wir da einfach ran können, ist es halt einfach so, dann lassen wir das halt. Ja, der Twitch, der will hier einfach sterben, das ist vollkommen in Ordnung. Diesen Wunsch gewähre ich ihn. Ist natürlich so, dass jetzt hier die Gegner nicht unbedingt damit rechnen. Also eine Botlane hat selten eine Cassiopeia als gegnerischen Support dastehen. So, die werde ich hier mal vorher clearen. Ein Ward hier rüber. Dann erst den da oben. Habt ihr jetzt hier nochmal einen platziert? Ja, auch diese Kontrolle nehme ich ihr gerne. Und, naja, mal gucken. Ich könnte wahrscheinlich hier den Kleinen mir mal noch mitnehmen. Ja, nehmen wir den Kleinen mit und dann gehen wir hoch. Wayne sollte den Turm hier eigentlich bekommen. Und ich glaube nicht, dass ich da jetzt noch viel helfen muss. Ja, hat sie ihn zerstört, wird jetzt auch weggehen, passt dann soweit. Wir gehen in die Mitte. Ah, gegen eine Annie steht es hier. Und in solchen Situationen müsst ihr eigentlich als AP-Supporter auch ein bisschen aufpassen, dass ihr... Ja, dass ihr im Prinzip eurem Midlaner nicht signalisiert, hey du, ich nehme jetzt deinen ganzen Farm, sondern
ja, ist okay, ich bereite sie dir nur ein klein bisschen vor. Ja, das ist so der Grundsatz, den man hier fahren muss. Ich kann hier ein bisschen den Turm schon mal nehmen. Und wir kriegen hier den Kill. Natürlich kommt es vor, dass ihr auch den ein oder anderen Farm mitnimmt. Das ist ganz normal. Aber ihr müsst halt nicht unbedingt all eure Fähigkeiten draufkloppen, nur damit ihr in irgendeiner Art und Weise pusht. Da reagieren diese Midlaner für gewöhnlich sehr, sehr allergisch. So, wir signalisieren, dass wir da hingehen und helfen. Ein Mountain Drake ist natürlich super geil, auch wir Cassiopeia halt, damit wir auch wieder hier erheblich mehr Schaden machen können. Und langsam haben wir ja die Möglichkeit über unser E, über das Mana, dass wir wirklich spammen können. Und wenn wir dann den Mountain Drake haben, ist natürlich auch so ein Drache, beziehungsweise also ein Follow-Up-Drache, wesentlich einfacher zu holen. Und der Baron ja ebenso. Ja, wenn es wirklich dazu kommt, ich meine, wir sind jetzt relativ gut dabei, aber wenn wir dann im weiteren Verlauf dann auch noch... Ja, da werden wir helfen müssen. Einfach nur mit unserem B. Dann können wir auf jeden Fall den Baron auch schneller machen. Das ist eine gute Sache. Ich habe gar keine Wards mehr. Ich wollte gerade hier vorgehen und Wards setzen, aber ist ja überhaupt nicht möglich. So, unsere Quest ist auch fertig. Das ist schon mal nice. Da können wir dann auch gut damit hantieren. Den Ward entfernen wir mal. Vayne wird auch zurückgehen. Ja. Gute Frage, was wir jetzt machen. Holen wir uns mal ein bisschen Sicht. Können wir ja hier auch immer mitnehmen. Das ist halt so nice, wenn man einfach sich um Mana und sowas keine Gedanken machen muss. Jetzt nehme ich hier die Pflanzen mit. Ramos cleart den Ward von mir. Das ist auch okay. Wahrscheinlich war der Ward von ihm. Und dann bin ich schon wieder fast voller Mana. Gucken wir mal, was in der Mitte geht. Den größten Engage, ein Control Ward. Den größten Engage wollen wir in den meisten Fällen darüber fahren, dass wir mit dem W jemanden slowen. Der W-Slow ist jetzt nicht unbedingt der stärkste. Ja, das war zu erwarten. Der W-Slow ist jetzt nicht unbedingt das stärkste, aber es ist auch etwas, womit man arbeiten kann. Wir sollten vielleicht hier nicht ganz so krass weit vorgehen. Auf der anderen Seite möchte ich auch irgendwie... gucken, dass wir vielleicht einen Turm bekommen. Ich möchte eigentlich nicht vor meinem Morellonomicon zurückgehen. Boah, das habe ich eigentlich erwartet. Das ist Standard. Dann hier nochmal das Q einmal setzen. Damit haben wir Movement Speed. Wirklich, das größte Problem ist gerade, dass wir keine Wards haben und langsam die Sicht schwindet. Der hat halt keine Magieresistenz. Der hat gegen einen Urgott gekämpft da oben. Und dementsprechend fehlt ihm... Schade. Fehlt ihm hier die Magieresistenz. Oh ja, Su holt die auch noch ab. Alles klar. Morellonomicon ist fertig. Meine Güte, bin ich gefeedet. Ja, und danach gucken wir mal, wie es überhaupt weitergeht. Ich denke mir gerade, eigentlich sollte es doch noch eine gute Idee sein, den Herald mitzunehmen. Es ist ja im Prinzip egal, dass... ich den, oder dass ich den dann habe, ja, so muss man es im Prinzip sagen. Denn ich kann ihn ja genauso auf eine Lane anwenden. Ich muss nur gucken, dass ich immer ein klein bisschen kite, dass er mich nicht unbedingt mit diesem Angriff trifft. Immer so ein kleines bisschen weggehen. Dann hier den Angriff. Oh Gott, ist zur Stelle. Dann wird wahrscheinlich er auch dieses Herz übernehmen. Das ist ganz okay. Überlassen wir ihm, gehen wir in die Mitte. Wir haben genug Regeneration. Wie gesagt, der Ocean Drake, der ist hier einfach richtig geil. Und die Gegner geben auf. Okay, dann warst du schon mit Cassio. Es kann funktionieren, aber nur, wenn man in der Lane gefeedet wird. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Für mehr verrückte Sachen da oben abonnieren. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, Gemüse.